Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserer 7-Tage-Power-Fit-Challenge. Ich freue mich, dass du dabei bist und du kriegst jetzt jeden Morgen von mir einen Tipp geschickt. Ich schreibe dir den oder ich schicke dir den per Video. Es sind einfach umsetzbare Tipps, wie du einfach im Alltag oder durch leichte Veränderungen es schaffen kannst, ja, deutlich deinen Stoffwechsel in Gang zu bringen, vielleicht doch Ideen zu bekommen, was kannst du machen, um im Alltag mehr Fitness und Sport einzubauen und auf jeden Fall auch Ernährungstipps, damit du mit leichten Umstellungen schon ein richtig gutes Ergebnis erzielst. Vielleicht gelingt es dir sogar in dieser Woche schon körperlich eine Veränderung auf jeden Fall zu spüren. Wenn du dich an alle Tipps hältst, kann ich dir auf jeden Fall versprechen, dass du bestimmt 1 bis 2 Kilo Körpergewicht verlieren wirst. Und heute kommt dein erster Tipp. Es ist ein Tipp, den du sicherlich schon ganz oft gehört hast und du denkst, oh, jetzt kommt sie mit dem Tipp, aber er ist absolut entscheidend wichtig und deswegen ist er heute unser erster Tipp. Und zwar ist es, trinke genügend. Das ist wirklich so wichtig, dass du auf jeden Fall mindestens 2 bis 3 Liter Wasser, ungesüßten Tee, grünen Tee vielleicht am Vormittag trinkst. Dass du dir wirklich am Morgen schon deine Trinkmenge bereitstellst, dass du zum Beispiel 3 große Flaschen Wasser dir hinstellst und weißt, okay, bis heute Abend, bis ich ins Bett gehe, sind diese 3 Flaschen Wasser leer. Was du auch machen kannst und was auch sehr gut ist, ist, dass du dir zum Beispiel Zitronen in das Wasser packst oder auch Ingwer. Zum einen gibt es geschmacklich, peppt das so ein bisschen auf und Zitrone wie auch Ingwer sind wirklich, Zitrone ist sehr Vitamin C haltig, ist super gut für dein Bindegewebe. Außerdem gibt es so einen richtigen, ja, Push. Wenn du morgens aufwachst, also ich mache das immer so, ich trinke wirklich schon seit bestimmt 2 Jahren immer erstmal ein großes Glas Wasser und oft mache ich mir auch den Saft von einer halben Zitrone, presse ich mir rein. Wenn du das trinkst, wirst du sofort wach, dir wird es richtig warm, du merkst also, das Vitamin C regt absolut deinen Stoffwechsel an und es reinigt gut den Körper von innen. Also das ist wirklich ein leichter Tipp. Und auch wenn du sagst, ich habe das schon so oft gehört, ich weiß, dass ich viel trinken muss, aber man macht es. Vielleicht mal einen Tag. Man vergisst es. Versuche wirklich ab heute für die nächsten 7 Tage jeden Tag 2 bis 3 Wasser zu trinken und halte das jetzt wirklich für 7 Tage durch. Bis morgen!